Es ist Samstag und viele von euch wissen ja, dass bei uns am Samstag die Küche kalt bleibt, was aber nicht heißt, dass es hier keine leckeren Sachen gibt. Ich mache einen Käsewurstsalat mit einem Honig-Senfdressing und das passt wunderbar zusammen. Diesen Salat, den muss man natürlich nicht nur am Samstag machen, den kann man wunderbar für eine Party vorbereiten oder zu einer Party mitbringen, weil man den so schön garnieren kann. Und zwar mit diesen Party-Snacks. Das sieht richtig schön aus, aber das zeige ich euch nachher. Ich brauche für meinen Salat einen Emmentaler Käse, den habe ich jetzt genommen, Fleischwurst und Salami am Stück und natürlich Gürkchen. Und da nehme ich gerne die Partygürkchen, weil es die in scharf gibt. Und das passt wunderbar da rein, weil ich einen milderen Senf habe. Wenn ihr das umgekehrt machen möchtet, lieber einen scharfen Senf in das Dressing, dann nehmt einfach mildere Gurken, sonst wäre das alles viel zu scharf. Aber so in der Kombination schmeckt das wunderbar. Und für meinen Dressing brauche ich natürlich Honig. Ich habe hier einen feinen, körnigen Senf, der ist total lecker, den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Etwas Schmand, Zucker, Salz und Pfeffer zum Abschmecken, eine halbe Schalotte und eine kleine Knoblauchzehe kommen da rein. Und das Schnittlauch, das kommt mit in den Salat und gibt dem Salat noch ein bisschen was Grünes zum Aussehen, ist richtig schön. Und dafür schneide ich mir als erstes jetzt meine Zutaten erstmal in kleine Würfelchen, bevor ich das Dressing fertig mache. Jetzt habe ich Käse und Wurst in schöne kleine Würfelchen geschnitten und den Schnittlauch schon da reingehackt. Und das sieht schon richtig schön aus und richtig appetitlich aus. Und jetzt kann ich schon anfangen, das Dressing fertig zu machen. Und dafür nehme ich mir als erstes 2 Esslöffel Schmand. Und dann müsst ihr einfach gucken, wie viel Käse-Wurst-Salat macht ihr denn? Ich hatte jetzt hier 400 Gramm von dem Käse und gleichzeitig 400 Gramm von der Wurst, also 800 Gramm, und dafür reicht mir 2 Esslöffel von dem leckeren Schmand, den gebe ich einfach hier rein, und dazu kommt 1 Esslöffel Honig, und da könnt ihr auch nehmen, welchen Honig ihr dann zu Hause habt, der kommt jetzt dazu, und 1 Esslöffel, ich komme jetzt hier leider mit meinem Glas mit dem Esslöffel nicht rein, dann nehme ich jetzt Teelöffel von dem leckeren Senf, darf auch schmecken. Und dazu kommt Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Nehmt ihr einen süßen Senf, dann braucht ihr natürlich keinen Zucker. So, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Zucker. Also wirklich nur ein bisschen für den Geschmack. Und dann habe ich ja noch meinen Knoblauch und die Schalotte. Die quetsche ich mir jetzt einfach hier rein, damit ich ein bisschen mehr Geschmack hier drin habe. Das zieht ihr euch einfach so ab. Und das reicht auch schon. Und das wird jetzt richtig schön verrührt. Jetzt habe ich das Salatdressing richtig gut verrührt. Und gerade schon probiert, total lecker. Das duftet, dieser Senf, unglaublich. Wem das jetzt ein bisschen zu dickflüssig ist, der kann gerne ein bisschen von dem Sud von den Gurken dazugeben, dann wird das ein bisschen dünner. Ich finde das so perfekt. Könnt euch auch gerne mal meine anderen Salate anschauen. Die sind ja auch immer total lecker. Und jetzt gebt ihr einfach, ihr könnt das jetzt verrühren, aber wenn man noch das Knabberzeug da drauf geben möchte, dann würde das Knabberzeug so einweichen. Ich finde das immer ganz schön, wenn man das einfach so anrichtet. Und ich habe ja noch Toastbrot bzw. Weißbrot von gestern von meinem Hubertus Toast über. Das ist da noch drin. Das werde ich gleich noch richtig schön dazu toasten. Und dann ist das ein richtig tolles, leckeres Samstagsgericht. Schnell gemacht. Und hier drüber kommt jetzt einfach die Soße. Ich finde das immer ganz schön, wenn man das Dressing einfach so dazu stellt. Und dann kann sich jeder so viel Dressing nehmen, wie er gerne möchte. Und wenn ihr könnt das natürlich auch in der Schüssel anrichten und dann mit diesen Crackern schön verzieren und garnieren und dann mitnehmen für die Party. Das ist richtig
Das sieht richtig schön aus und das ist total lecker. Und diese Soße ist ein Traum. Das sage ich euch, richtig lecker. Ich mache jetzt noch das Toastbrot dabei, mache für meinen Mann auch noch einen Teller fertig und dann können wir schon Mittag essen. Und das reicht dann für uns heute Abend auch noch. Ich hoffe, ihr macht das mal nach, habt Spaß damit und das schmeckt euch. Ich würde sagen, bis dahin, eure Bea. So.